wieder in der Wildnis unterwegs mit Red und Antea. Moin, hier ist der Angelus, es geht weiter mit Banishers. Ich bin auf dem Weg zur Brücke, die nach Boston führt, weil ich endlich herausfinden möchte, was mit Claire passiert ist, die damals ja einfach das Jägerlager verlassen hat, hat sich mit ihrer Schwester Thickskin gestritten und ist dann irgendwo hierhin aufgebrochen. Und da will ich heute mal nachschauen. Wir müssen hier über die Brücke, da konnten wir aber vorher nie rüber, wegen den Ranken. Aber jetzt kann ich die ja verschwinden lassen. Und da drüben waren wir sowieso auch noch nie. Also da ist noch ein ganzes Gebiet. Da schauen wir mal nach. Also, willkommen zurück zum Let's Play. Moin! Und danke für den Daumen hoch in der letzten Episode. Vielleicht habt ihr auch heute wieder Spaß bei dem Ganzen hier. So, da haben wir das erste. Zwei sehe ich. Brauche ich ein drittes? Ist noch was auf der anderen Seite? Ich kann auf die infizierten Wurzeln schießen, hier, wenn du das Herz angreifst. Kann ich hier von allen sehen? Ja. Nee. Ah, da fehlt mir den da unten. Den sehe ich von der Ecke aus nicht. Sonst kann ich auch erstmal sonst den und den machen und dann schnell da hinten hinlaufen. Okay. Komm, nachladen. Meisterschütze. Jahrelange Übung. Ja, ja. Jahrelange Übung, genau. So, neuer Bereich. Ein Lager. Mhm. Frische Spuren. Von Kate? Vielleicht von Kate. Kates zurückgelassenes Tagebuch. Okay. Ich gab mein Versprechen, nicht mehr zu schreiben, so wie ich versprach, nicht mehr zu sprechen. Doch ich fürchte, meine Gedanken müssen zu Papier gebracht werden, damit die Unruhe in mir verschwindet. So vergib mir, Liebste, verzeih mir, dass ich einmal mehr dein Versprechen breche und lass mich in mein Tagebuch schreiben, wo meine Worte niemanden erreichen. Das klingt aber, als hätte sie was wegen Deborah aufgeschrieben. Mein Herz kann nicht ertragen, was ich im Wald gesehen habe. Verrat und Wut aus dem Grab heraus, Knochen und Schädel, Reißzähne und Klauen. Und für all das ist meine kaltherzige Schwester verantwortlich. Und in diesem verfaulten Kadaver steckt meine vor langer Zeit verstorbene Liebste. Wie kann ich das wieder gut machen? Wie kann Roses, wie tief die Newsmith doch gefallen sind? Als ich meine Schwester mit ihren schändlichen Taten diesem Massaker konfrontiert, blieb sie stoisch und verzog keine Miene. Ich schlug sie, schrie sie an, beschimpfte sie. Es war ihr egal. Ich muss von hier fort. Mit unserem Streit riskieren wir das Leben der Menschen hier. Sie kennen die Wahrheit nicht. Sie sehen nur meine Tränen, meine Wut und sie fürchten mich. Sie möchten sich ihrer inneren Frieden bewahren, so wie ich. Ich sehe nur eine einzige andere Möglichkeit, den notwendigen Frieden wiederherzustellen. Ich müsste die dunkle Seele meiner Schwester offenlegen und damit alle sehen können, was für ein verdorbener Mensch sie ist. Doch lieber laufe ich feige davon, als noch einmal einen Menschen einer wütenden Meute zum Fraß vorzuwerfen. Oh, sie hat schon mal einen Menschen einer Mühe. Sie kann gut schreiben. Jedes Wort ist voller Emotionen. Macht mich glatt neidisch. Es tut gut, seine Gedanken niederzuschreiben, wenn man sie sonst nicht ausdrücken kann. Aha. Red McGrath, du drückst sowieso schon viel zu viele deiner Gedanken aus. Ja, aber das gefällt dir so an mir. In Ordnung, suchen wir Kate und bringen sie zum Reden. Sie hat also schon mal eine geliebte Person oder einen Menschen einen wütenden Mob übergeben. Das wahrscheinlich wegen Deborah, weil Deborah angeklagt wurde wegen Hexerei. Und sie hat zugelassen, dass der wilde Mob Deborah sich holen kann. Wolfsspuren. Aber kein Blut. Hoffentlich sind wir noch nicht zu spät. Ist sie etwa ohne Vorräte aufgebrochen? Wenn dem so ist, kann sie nicht weit gekommen sein. Musste sie vor den Wölfen fliehen? Hat ihr Brot und so alles zurückgelassen? Da drüben steht eine Kiste. Kommst aber von hier nicht hin. So, ich bin hier oben, da war ich auch noch nie. Guck mal, hier sind auch mal neue Fragezeichen. Vielleicht, dass ich
so hingehen kann, dass ich hier dann per Schnellreise wieder wegkomme. Spukermittlung, fehlt jetzt auch noch eine hier im Wald. Hier, eine. Die habe ich auch noch nicht entdeckt. Ist auch noch bisher noch nicht auf der Karte zu sehen. Okay. Da unten scheint irgendwo der Ast zu sein, womit man wieder leveln kann. Jedenfalls, wenn man den Kompass Glauben schenkt. Noch eine Hütte da oben. Wer wohnt denn hier noch? Ist das Gewehr lauter geworden? Es gab ja ein Update, ein Patch halt, der das Spiel noch einige Sachen verbessert hat. Ein paar Quests wurden, glaube ich, gefixt oder so. Also von dem, wo ich das letzte Mal gespielt habe, ist jetzt hier ein neues Update gewesen. Kommt das Gewehr lauter vor? Sie ist hier. Aha. Okay, hier kann man auf jeden Fall runter. Da ist sie ja. Da ist Kate. Verdammte Brücke, verdammter Wald, verdammtes New Eden. Ja, ja. Alle sind schuld, besonders der Wald. Ich werde einen Weg finden. Früher oder später bin ich hier weg. Ja? Finde ich gut. Herr Banner? Eure Tasche sieht nicht gerade voll aus. Ich komme zurecht. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Mhm. Bestimmt nicht. Ganz bestimmt nicht. Ich glaube, die Quest wäre früher auch besser gewesen, wenn ich da schon Thick Skin, also Rose, wenn ich die ausgeschaltet hätte. Ja. Wie habt ihr mich gefunden? Thick Skin meinte, ich würde euch womöglich hier finden, als sie mir auftrug, euch zu suchen. Ich will nichts davon hören. Möchte sie nicht, okay. Ich kann jetzt noch über die Bestie und über was Neues sprechen? Na gut, seitdem haben wir sie auch nicht getroffen. Die war ja verschwunden. Wir zwei haben uns noch nicht über die Bestie unterhalten. Was fühlt ihr, wenn ihr an diesen Tag zurückdenkt? Die Bestie? Der blanke Horror. Ihr seid krankhaft von ihr fasziniert. Im Namen der Toten reißt ihr die alten Wunden der Lebenden wieder auf. Um den Lebenden zu helfen, müssen wir wissen, wer sie heimsucht. Um den Toten zu helfen, müssen wir wissen, warum sie hier sind. Den Toten ist nicht mehr zu helfen. Arme Seelen. Was meine Schwester ihnen angetan hat, möge sie sich schleunigst zu ihnen gesellen. Okay, die Bestie ist an den Albtraum gebunden. Da, Deborah war Teil der Bestie. Deborah war ein Teil der Bestie. Sie war hinter euch her. Bitte, hört auf! Aber ich brauche Antworten. Es tut mir leid, aber ich muss darauf bestehen. Ich brauche Antworten. Nein, ich werde nicht über sie sprechen. Vielleicht ist jetzt nicht die Zeit. Pennington wollte auch nicht damit rausrücken, ey. Okay. Aber die Bestie war auch noch an den Albtraum gebunden. Die Bestie ist mit dem Albtraum verflochten. Ich muss wissen, wieso und wie. Ich weiß nichts davon. Ihr seid vor dem Albtraum in New Eden Town geflohen. Derselbe Albtraum, der meine Geliebte auf dem Gewissen hat. Irgendwas müsst ihr doch wissen. Mein Beileid. Wirklich. Ich glaube euch und würde euch gerne weiterhelfen, aber ich weiß nichts über diese Nachtmar. Ich bin eine einfache Frau. Ich bin nicht perfekt. Mir fehlte der Mut, als ich ihn am nötigsten hatte. Aber das ist meine einzige Sünde. Mhm. Was gibt's Neues? Gibt es etwas Neues zu berichten? Nein, nichts. Wie lautet denn jetzt euer neuer Plan? Wie lautet euer Plan? Ich werde hier bleiben, zumindest bis sich ein Ausweg ergibt. Dann werde ich New Eden für immer hinter mir lassen. Mhm. Sie ist wie ein Kind, zu trotzig, um sich die Wahrheit einzugestehen. Ich verstehe. Ihr werdet nicht zurückkehren und nichts wird daran etwas ändern. Ich habe euer Tagebuch gefunden. Ich habe euer Tagebuch gefunden, Kate. Hört endlich auf, euch etwas vorzulügen.
Wie könnt ihr es wagen? Weil ich glaube, dass ihr es tut, weil ihr euch sorgt. Na los, sagt es. Lasst es raus. Ich habe Angst davor. Ihr müsst euch keine Sorgen um mich machen. Versprochen. Ich will mich nicht sorgen. Nicht um die Menschen im Lager. Nicht um Sexkin. Ja, aber das tut ihr. Und das solltet ihr auch. Solange ihr euch zuerst um euch selbst kümmert. Also, was wollt ihr jetzt tun? In Ordnung. Wenn ich soweit bin, kehre ich zurück. Aber sie muss zurücktreten. Ja. Und, das könnt ihr ihr sagen, ihr Geheimnis ist nicht mehr meines. Okay. Verstanden. Ich werde es ihr ausrichten. Alles. Klingt gut. Vielleicht kriegen wir das ja noch so anders geregelt, ey. Ich schau mal kurz nach, weil mit dem Patch, ich glaube, der bekommt es vor, haben die den Sound geändert. Sieht aber noch gleich aus. Hm. Okay, dann muss ich mich mal hier umsehen. Hier gibt es nur so viel Sachen. Da will ich hin, da muss ich, glaube ich, nach unten. Hier oben scheint auch nochmal so ein Bereich zu sein, wo einfach noch dunkel ist. Muss ja auch irgendwo der letzte Geisterauftrag sein. Plus hier unten noch diese beiden Dinger. Aber hier über die Brücke geht es ja nicht. Nach Boston. Aber guck mal, da ist ein Durchgang. Da ein Baumstamm, da drüben ist was. Plus noch da unten. Also hier kann man noch so einiges machen. Da kann ich mich rüber boosten mit Antea. Also auf der Seite wird es wahrscheinlich nicht weitergehen, weil es dann nach Boston geht. Wobei da hinten ist auch, da drüben ist auch noch eine Hütte. Vielleicht doch da durch. Na. Schauen wir mal. Muss hier alles erkunden. Tote Wölfe. Aber der ist in eine Falle gelaufen, ne, hier. Könnte auch eine Falle sein, die Kate aufgestellt hat, um sich zu schützen. Okay. Ein Holzfällerlager, schon lang verlassen. Ja. Warum wohl? Bankrott, Langeweile, Wolfsangriff. Wer weiß das schon? Langeweile. Okay, auf jeden Fall eine blaue Kiste, die da oben steht. Hey, ihr Wölfe. Fort mit dir! Hier wieder Seilplatz. Okay, Seil hängt und da sind dann Geister wegen Nest, ne? Ja, genau, da ist ein Riss, da ist ein Nest zum Schließen, das ist einer der Fragezeichen. Da geht's dann hinten hin zum Lager und das andere müsste dann irgendwo da sein. Okay! Ich geh mal rauf. Der Baumstamm muss runter. Ich müsste da irgendwo gegenschießen können, damit das hier runtergeht. Wird aber gar nicht angezeigt. Dann könnte ich da rüberlaufen. Vielleicht ein anderer Winkel? Ich sehe nämlich noch keine Schwachstelle da in dem Bauwerk da oben. Oder da? Dahinter, da ist es. Kriege ich das von hier? Ja. Okay. Das Ding ist unten.
Wie kommst du hier nicht rüber? Geh weiter. So. Öffentliche Ankündigung. Höret, der Zugang zur Höhle ist jetzt verboten. Der Durchgang zum Herzen des Berges ist jetzt unzugänglich und es wurden Wolfsfallen aufgestellt. Überqueren auf eigene Gefahr. Zum Herzen des Berges? Ist das Moria oder was? Finden wir da auch den Arkenstein? Das Herz des Berges? Hier ist zu. Schade. Hier ist auch zu. Auch schade. Aber hier ist noch irgendwas. Dahinter, ja. Toll. Da kann man auch Sachen zerbürsten lassen. Auf der anderen Seite. Dahinter ist auch noch irgendwas. Ich muss mich da hochboosten. Von da aus. Wie komme ich da hin? Das ist, müsste ich von da oben sein? Ist das ein Fahrstuhl? Nee. Okay, es ist ein Boostplatz da, aber ich muss erstmal einen Weg finden, da hochzukommen. Hier ist auch noch ein Symbol. Wie sieht es denn hier aus? Nee, das ist zu weit weg. Von da nach da? Oder muss ich dahin und mich dann dahin boosten zur Hütte? Das wird gehen. Oder? Von hier? Ne, hier sind, weil hier die Kisten im Weg sind. In die Holzhütte kann ich ja nicht rein, oder fehlt mir jetzt einfach nur die Quest dafür, dass ich hier eine Geisterjagd finden muss, um da reinzukommen? Weil die ganze Hütte ist ja hier zu. Hier komme ich nicht rauf und ich muss aber da durch, also ich muss da rein. Aber hier sind überall noch Schlösser hier. Oder ist hier ein Fenster? Nee. Hier kannst du auch nicht dahinter. Da auch nicht. Hier ist auch zu. Und hier kannst du auch nicht hin. Also vielleicht ist das die letzte Geistergeschichte. Die andere Hütte wurde auch erst geöffnet, als ich die Quest dann hatte und konnte dann in die Tür reingehen. Hier ja genauso, ist auch noch zu. Auch nirgendwo was zum Reinballern. Ich muss da durch die Hütte, dann hier durch die Tür raus, damit ich mich hier irgendwo hinstellen kann. Und von da aus kann ich mich dann dahin, da oben hin boosten. Anders ist es noch leider noch nicht machbar. Ich glaube, die haben den einen Soundmodus angepasst. Der kommt ja mal alles ein bisschen lauter vor. Es gibt ja auch noch Nachtmodus, oder? Habe ich den noch an? Bei Audio? Kopfhörer. Ich mache mal den Nachtmodus an, dann müsste das Gewehr wieder leiser sein. Oder auch nicht. Wenn sie mit dem Patch auch noch den Sound verändern, macht das doch nicht. Patcht wichtige Sachen, wie Bugs und so. Der Sound war vorher in Ordnung. Okay, was haben wir hier? Achso, da unten ist das Lager. Das ist der Rückweg dann. Mhm. Häng ich schon mal das Seil hin. Performance-Einbrüche haben wir immer noch. Also ab und zu immer noch Frame-Drops. Dann ist wieder dieser schöne leuchtende Baum.
Da ist auch noch was auf der Insel, das da. Da ist was zum Niederschießen. Seelensplitter. Was haben wir denn hier für ein Lager? Hier ist jemand. Ist er tot? Schlüssel zum Vorratsstapel des Fischers. Okay. Wo habe ich das Ding gesehen? Da. Ich kann leider nicht so weit schießen, ne? Da. Es ist leider... Da, ach, das ist jetzt... Ja, es ist nicht zu weit weg. Gerade noch so. Okay, zu den Fischer sagen sie aber gar nichts, denn... Habe ich den Schlüssel gefunden? Das ist bestimmt eine andere Quest. Was ist mit... Warum ist hier ein toter Fischer, wo keiner was sagt? Steh nicht einfach so rum. Sag doch. Da oben ist die... Das da bei der Hütte war ich noch nicht. Da ist das zweite Fragezeichen, ne? Vielleicht ist das die Fischerhütte? Ja, das ist hier. Da war ich noch nicht. Beim Bergwerk war ich. Das war dann... Das war hier. Müsste das Bergwerk sein. Genau, da bin ich hier eben runter. Da geht es hier zum Lager. Und hier oben ist dann... Muss irgendwo eine Kiste sein, wo ich dann den Schlüssel nutzen kann. Mit den richtigen Worten der Macht könntest du die Schemen in der Nähe dazu zwingen, sich zu zeigen. Ich wollte genau das Gleiche sagen. Ich bin doch Experte schon von Sachen beschwören. Enthüllt euch! Lass mich dir helfen! Ist der alleine? Da kommen noch mehr! Er ist nicht alleine. Okay. Zwei Säbelschwinger mal wieder auf einmal. Weg. Oh, oh, er ist wieder frei, der andere. Hau ab. Ah, der Saft ist leer. Ausweichen. Weg. Ach komm, das hat noch nicht gereicht. Das war super Schuss. Da ist der Stinker. Hey. Ah, der Schemen, der müsste einfach weniger aushalten jetzt, wenn er so aus dem Ding schon draußen ist, ey. Halt den Schemen auf, bevor er von der Leiche Besitz ergreift.
Ich will jetzt einfach eine neue Leiche schnappen. Ich glaube, es hackt. Da ist ja noch jemand. Wo kommt der denn jetzt her? Der eine reicht doch jetzt mittlerweile hier. Da muss doch nicht noch ein Schemen kommen. Doppel-Abakat. Den wollte ich daneben schießen, um ihn ein wenig zu verunsichern. Der auch. Wieso kommt er nicht drauf klar? Schießt ja ans Bein. Da musst du allein durch, Red. Bam. Wie wär's mit einem Highland Kiss? Na endlich. Was? Was? Warum? Warum? Es ist noch nicht vorbei. Ja, das sehe ich jetzt auch. Ja, wieso wieder zwei? Leute, beruhigt euch mal. Wir wissen echt nicht, wann so ein Nest mal geschlossen werden sollte, ey. Nein. Achtung, ein Fähnen ergreift Besitz. Nein. Denkt ihr könnt es mit einem Geist aufnehmen? Ja, da steht noch einer auf. Leute, jetzt übertreibt doch echt nicht. Ich habe auch noch andere Sachen zu tun, als hier endlos zu kämpfen. Zeit zu glänzen. Gebt ihm wenigstens ein bisschen weniger Lebenspunkte. Guck das an, ey. Mit dem Superschuss, der 500% mehr Schaden macht, machst du gerade mal 20 gegen die. Die nachfolgende Sendung verzögert sich noch um 30 Minuten, Leute. Aber nur noch eine Heilflasche. Geht's noch? Ja,
Alter. Komm, den ja wenigstens jetzt mal raushauen aus seiner scheiß Form. Der Teufel soll dich holen. Ja. Hätte ich auch nichts dagegen. Jetzt ist der hier der Nächste. Bin gleich fertig. Auch mit den Nerven, ey. Verschwinde endlich. Au. Haben wir ein paar übersehen? Nee. Natürlich haben wir ein paar übersehen, ey. Ich kann mich nicht mehr heilen. Oh Gott, ich kann mich wirklich nicht mehr heilen. Der Typ ist jetzt so richtig aggressiv, der hier. Guck dir das an, ey. Oh, ist nicht euer Ernst. Warum übertreiben die so bei solchen Dingern? Warum? Da muss ich sagen, ey, wie viele Gegner waren das? Von zwei von denen erst, danach wieder nochmal drei und dann noch dieser lilane Typ, der auf einmal dann am Ende so aggressiv wird, wo du davor schon gar keine Lust mehr hattest, weiterzukämpfen. Also wirklich, da bin ich mich nicht mit einverstanden, dass das so, dass sie so übertreiben müssen. Klar, man kann jetzt noch sagen, die sind Stufe 21 und ich noch nicht und so, aber trotzdem, was ist denn das für ein Kampf? Ich bin Stufe 17, ja. Stufe 21. Wenn ich auch Stufe 20 oder sowas bin, dann wird das sicherlich einfacher. Ich denke, bei es gibt so eine so gewisse Grenze, wo die Gegner dann rot sind vom Lebensbalken, dass man da einfach, egal was du machst, einfach wenig Schaden verursachen kannst. Oder weniger Schaden verursachen kannst. Aber ich habe gar nicht schlecht gekämpft. Ich hätte es auch geschafft, wenn das einfach nicht so viele gewesen wären. Ey. Das hört ja gar nicht mehr auf. Ich mach das mache ich später nochmal, wenn ich Stufe 20 bin oder sowas. Ja, sorry Leute. Ich meine, ich dachte, ich schaffe es noch. Jetzt habe ich es am Ende nicht geschafft. Tut mir leid, wenn ich da eure Zeit vielleicht verschwendet habe. Wir machen in der nächsten Episode weiter und dann schaue ich mal nach dem Versteck des Fischers und kümmere mich dann wieder um die nächsten Quests. Ja, schade. Blöder, langer Kampf. Also Leute, trotzdem danke fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge.